Danke. Hallo Pirna. Schön, dass ihr alle heute da seid, dass Sie die Zeit gefunden haben, uns hier zu unterstützen, Gesicht zu zeigen und vor allen Dingen Mut zu zeigen, Mut zu Deutschland. Ja, wie gesagt, Egbert hat schon gesagt, Landesfachausschuss internationale Verantwortung und Sicherheits- und Außenpolitik. Wir haben einen Großteil in diesem Bereich auch an unserem Wahlprogramm und Grundsatzprogramm mitgeschrieben. Das wollte ich bloß noch mal kurz hier mit erwähnen, damit Sie auch wissen, was im Grunde genommen hinter den Kulissen auch läuft. Aber eigentlich wollte ich heute über ganz andere Themen reden. Ich wollte über Themen reden wie dem G20-Gipfel, über 456 verletzte Polizisten, davon 22 hier aus Sachsen. Ich wollte darüber reden, dass einzelne Polizisten dort in Hamburg Warnschüsse abgeben mussten, um sich und andere zu retten. Ich wollte auch darüber reden, dass nur schwer bewaffnete Sondereinheiten in der Lage waren, im Hamburger Schanzenviertel hier die Kontrolle wiederzugewinnen. Dass 20.000 Polizisten nicht ausgereicht haben, um Hamburg und seine Einwohner vor dem alles zerstörenden linken Terror zu schützen. Ich wollte auch reden über die Antifa, die in Hamburg Schutt und Asche verbreitet hat. Da sind Bilder entstanden, die wir heute noch im Gedächtnis geblieben sind. Bilder, als wäre Hamburg wieder im Kriegszustand. Letzten Endes, meine Damen und Herren, war das Hamburg auch. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass dieses Altparteienkartell das unterstützt, indem man an Unis, an Schulen, an Gymnasien sogenannte Demonstrations- und diese Trainings veranstaltet, um sich gegen die Staatsmacht zu wehren. Mit Gewalt. Und dann wundert man sich, dass hier Millionen Schäden entstanden sind. Meine Damen und Herren, ist das Hirnverbrannt? Ja, das ist es. Was zieht man sich hier ran mit dieser Antifa? Eine RAF 2.0? Ich sage ja. Denn es wird irgendwann auch die ersten Toten geben. Die schwerverletzten Polizisten haben hier gezeigt, dass es knapp davor war. So manche Statistik wird hier auch ein bisschen braun eingefärbt, ein bisschen sehr braun eingefärbt, dass man doch noch für diesen Kampf gegen rechts so manche Millionen dort hineindrücken kann. In eine rote Flora, in Konnewitz, in Leipzig, in diese alternativen Zentren, dort, wo der Terror herangezüchtet wird. Und meine Damen und Herren, da muss Schluss sein und da wollen wir auch ansetzen. G20, für dieses Treffen macht man alles möglich. Man macht auch möglich, dass unsere Grenzkontrollen wieder eingeführt werden. Dass man jeden kontrolliert, der herein will. Und ich wollte dann auch darüber sprechen, dass man natürlich hier unheimliche Feststellungen gemacht hat. Wann? Hat zum Beispiel 6.125 Verstöße gegen das Ausländergesetz festgestellt. Davon waren 4.546 unerlaubte Einreisen. Das sind Einreisen, die man dieser Kontrolle festgestellt hat. Diese Einreisen wären ohne Grenzkontrolle nicht festgestellt worden. Das heißt also, es würden sich fast 5.000 Menschen extra unerlaubt hier aufhalten. Von der Dunkelziffer wollen wir ja gar nicht reden. Aber man hatte auch rund 800 gewaltbereite Gipfelgegner festgestellt und nur 62 die Einreise verweigert. Dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass Hamburg in Schutt und Asche fällt. Meine Damen und Herren, 4 Wochen intensive Grenzkontrollen haben auch 4.400 Fahndungstreffer gebracht. Davon waren 782 Haftbefehle gewesen, wo man gesuchte Straftäter festgestellt hat.
Und ich sage Ihnen, 4 Wochen, und da hat man nur mal kurz das Licht angeknipst. Jetzt sind diese Kontrollen vorbei und man ist wieder im Schengener Grenzsystem gefangen. Es heißt also, in der sogenannten Binnenverhandlung, wo man doch nur noch 0,6% des grenzüberschreitenden Verkehrs kontrolliert. Damit muss Schluss sein. Wir als AfD sagen, das Schengener Abkommen ist gescheitert, da eine wirksame Außenkontrolle der Außengrenzen nicht gegeben ist. Meine Damen und Herren, ich würde aber auch doch gerne über Martin Schulz Goldstücke reden. Denn wir bei der AfD packen jedes Thema an. Und nicht wie bei Martin Schulz, der in Jena sich doch gebeten hat, dieses Thema auszuschließen. Warum? Ich kann Ihnen nur sagen, wir packen dieses Thema an. Reden wir einfach mal über die importierte Ich stech dich ab und rast dich nieder Kriminalität. Reden wir drüber. Jeden Tag liest man und hört man von unsäglichen Messerattacken dieser schatzsuchenden Goldstücke, meine Damen und Herren. Und wieder erreichen uns Bilder von toten und schwer verletzten Menschen, die im Namen einer mörderischen Religion gestorben sind. Nennen wir es beim Namen, es ist der Islam, jawohl. Und ich, meine Damen und Herren, nenne diese Kriminellen auf keinen Fall Flüchtlinge. Denn das sind sie nicht. Sie haben unseren Schutz nicht verdient. Ja, es hat sich wieder gedreht, das Unglücksrad des islamischen Terrorismus. Und es hat diesmal Spanien getroffen. Und heute gehen wir davon aus, dass in Turku, in Finnland, auch wieder Menschen im Namen des Islams niedergemetzelt wurden. Schluss damit! Wir sehen hier nur als Ziel, um das für Sie zu verhindern, um Sie zu beschützen, eine uneingeschränkte Remigration dieser Kriminellen. Sie sollen nach Hause und dort ihren Terror verbreiten. Denn ich bin es satt, Bilder von Kindern, Müttern und Vätern auf europäischen Straßen zu sehen, von totgerasten Menschen, von niedergemetzelten Familien. Schluss damit! Diese sogenannten Einzeltäter, man sagt ja immer, sie sind psychisch geschädigt. Natürlich sind sie psychisch geschädigt. Wer wird denn sowas Normales machen? Welcher normale Mensch? Aber sie tun das im Namen einer Religion. Und damit muss Schluss sein. Wir in Deutschland wollen diesen Islam nicht. Und wenn Sie mal über die letzten 2 Jahre mal mitverfolgt haben, wie viele Messerattacken es gegeben hat, alleine in diesem Jahr 1600, davon durchschnittlich 300 im Monat oder 10 am Tag. Man muss sich das mal vorstellen. 10 Menschen werden hier am Tag niedergemetzelt. Und das nur in Deutschland. Dieses Anschwellen dieser terroristischen Stichwaffengewalt hängt natürlich auch mit einer Entscheidung zusammen. Mit einer falschen Entscheidung dieser Bundeskanzlerversagerin Merkel 2015 die Grenzen zu öffnen und jeden ungesehen hereinzulassen. Meine Damen und Herren, wir haben uns als AfD ins Grundsatzprogramm geschrieben, Sie vor dieser Kriminalität zu beschützen. Und glauben Sie mir, wenn wir parlamentarische Macht haben, werden wir das auch durchsetzen. Wir werden dafür sorgen, dass Sie wieder in einem sicheren und schönen Deutschland leben können.
Deswegen fordern wir die Erleichterung von Ausweisungen, insbesondere die Wiedereinführung der zwingenden Ausweisung auch schon nach geringfügiger Kriminalität. Die Einbürgerung dieser Kriminellen ist zuverlässig zu verhindern. Und da müssen wir ran, da müssen wir bestehen, da müssen wir die Gesetze dazu ändern. Und wer es geschafft hat, eingebürgert zu werden, der hat es aber auch verdient, nach so einer Tat ausgebürgert zu werden. Natürlich führt diese Ausbürgerung auch zu einer Staatenlosigkeit. Aber, meine Damen und Herren, das ist mir egal. Ich will hier sicher leben in Deutschland. Wir haben uns auch ins Programm geschrieben, die Polizei und die Justiz zu stärken. Dies mit mehr Personal, mit besseren Führungs- und Einsatzmitteln. Wir fordern keinen Sparzwang bei der inneren Sicherheit. Machen wir wieder unsere Landesgrenzen zu dem, was sie waren, zu einer Zugangskontrolle, zu einer gesicherten Zugangskontrolle, damit ich weiß, wer zu mir ins Haus kommt. Meine Damen und Herren, schauen Sie ins Wahlprogramm. Da finden Sie noch viel, viel mehr Punkte dazu. Schauen Sie ins Grundsatzprogramm. Wie André schon gesagt hat, gehen Sie an den Tisch, reden Sie mit uns. Kommen Sie zu unseren Veranstaltungen, Klartextrunden. Die heißen nicht umsonst Klartextrunden, weil wir als AfD reden Klartext. Meine Damen und Herren, und Sie haben es in der Hand mit Ihrer Stimme, jawohl, mit Ihrer Stimme, auch wenn Sie Nichtwähler waren. Und gerade als Nichtwähler haben Sie es in der Hand. Geben Sie Ihre Stimme der AfD, verändern Sie dieses Land zum Guten. Wir brauchen Ihre Stimme. Jawohl, nur mit parlamentarischer Mehrheit können wir dieses Land zum Guten verändern. Ich danke Ihnen.